Willkommen zurück zu Venetica. In der letzten Folge, die jetzt leider schon länger als eine Woche her ist, liegt halt daran, dass ich leider keine Zeit gefunden habe, Videos zu machen. Tut mir leid, habe ich aber auch mal angekündigt, dass das passieren kann. Und leider hatte ich auch im Vorfeld halt keine Videos aufgenommen. Werde ich natürlich versuchen, aber es kann halt schon wieder, es kann passieren. Wie dem auch sei. In der letzten Folge sind wir hier ins Arsenal. Mir fehlen die Worte. Genau. In den Arsenalbezirk gegangen. Sind hier hochgegangen, haben vom Priester quasi erfahren, dass die Kirche verflucht ist. Und ich glaube, ich habe noch gemeckert oder bemerkt, dass wir schon 1000 Ruf haben, obwohl ich, wenn vorher ich einen Vorgang zu diesem Zeitpunkt noch nie 1000 Ruf hatte. Genau. Und ja, dann versuchen wir mal Lago, den Verwalter dieses Bezirks, zu sprechen. Langsam, langsam. Hast du eine Einladung? Einladung? Ich brauche keine Einladung. Oh doch, glaub mir. Du brauchst eine Einladung, denn ohne eine solche wird sich Lago nicht herablassen, mit dir zu reden. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Du bist wohl neu hier. Warum besuchst du nicht erstmal die Taverne Schädelbruch? Ein bisschen Bier und Geplauder sind doch eine schönere Aussicht, als hier rumzustehen und von mir nicht eingelassen zu werden. Und glaub mir, ohne eine Einladung werde ich niemanden zu Lago lassen. Ah, ja. Wir können also da im Moment noch nicht reingehen. Wir würden... Oh, Hinterhalt. Ja, da muss ich mich mal drum kümmern. Ich bin natürlich ein bisschen aus der Übung. Aber ich hoffe, ich mache hier jetzt keine peinliche Niederlage gegen drei Krieger. Nein, ich bin noch ganz gut in Form. Auch wenn ich eine Waffe nicht gespielt habe. Vielleicht nicht perfekt, aber nicht schlecht. Oh nein, 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 nein. Ja. Da rede ich gerade von perfekt spielen und dann passiert das. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Ist die Frage, Hammer? Nee. Mondklinge? Klar, da können wir die Schattenenergie wieder aufladen und die macht auch nicht wenig Schaden. Ist natürlich die Gefahr hin, dass wir alles bekommen und nicht ihn besiegen. Okay. Ich habe nichts gesagt, genau. Ja, nee, da brauchen wir nicht reingehen. Genau, da gehen wir mal. Wobei, der Priester hat uns ja schon den Auftrag gegeben und Stoppuhr. Habe ich gestellt, gut. Das wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Gut, dann hole ich noch eine Nebenquest, die ich zufällig weiß, dass man die abholen kann. Die findet man sonst eher durch Zufall oder gar nicht. Da bist du ja wieder. Hast du die Schriftrollen, sodass wir die Dämonen aus der Kapelle jagen können? Ich bin noch auf der Suche. Oh. Was ist bloß los? Warum ist er noch nicht zurück? Hoffentlich ist nichts passiert. Über wen redest du? Mein Mann. Er sagte, er würde sich nicht wohlfühlen und den Doktor aufsuchen. Es ist hart für Lago, in der Werft zu arbeiten. Aber noch härter ist ein Leben ohne die Dukaten, die ein Mann nach Hause bringt. Und was, wenn er nicht wirklich krank ist? Was, wenn er herumlungert und unsere letzten Münzen verprasst? Ich habe da so einen Verdacht. Ich könnte beim Doktor vorbeischauen. Oh, bitte tu das. Und für diejenigen, die sich erinnern, den Ehemann haben wir tatsächlich schon gesehen. Oder haben wir den schon gesehen? Nee, stimmt, den haben wir noch nicht gesehen. Stimmt. Den hätten wir gesehen, wenn ich da reingegangen wäre. Und ich glaube, das ist schon Anspielung genug. Genau, jetzt kümmern wir uns nochmal um die Yuma-Krieger hier. Und dann müssen wir die Plattform, fragen, warum die nicht funktioniert. Und dann, gehen wir mal in die Taverne. Beides würde ich vielleicht jetzt noch nicht machen. Und nicht sterben, natürlich nicht sterben.
Ich habe es ja schon mal erwähnt, die Gegner sind jetzt hier nicht gerade, also eins gegen eins der Brüller, aber in der Masse sind vor allem die Yuma-Krieger hier wirklich effektiv. Und ich sag mal so, das wird uns später noch sehr große Probleme bereiten. Genau. Und die Plattform funktioniert nicht, weil es Mauergreifer gibt, die ja, verhindern, dass Gäste sich hier gemütlich machen. Und jetzt dürfen wir wahrscheinlich die Plattform verwenden. Sprich mit meinem Kollegen. Danke fürs Beseitigen der Greifer. Als Zeichen unserer Dankbarkeit darfst du kostenlos die Plattform benutzen. Die Plattform kann genutzt werden. Genau, und hier geht's zum alten Schlot. Da müssen wir, glaub, schon rein. Also theoretisch von der Hauptquest her, oder? Minenarbeit? Nein. Nee, noch gar. Müssen wir noch gar nicht. Egal. Da kommen wir eh noch nicht rein, aber ich mache schon mal den Weg frei, weil die Viecher natürlich hier auf Dauer natürlich nicht. Na komm, die letzte. Perfekt. Dann in die Taverne und mal schauen, was es für Quests gibt. Also zwei auf jeden Fall. Ich habe von ihr gehört. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie könnte zusammen mit uns draufgehen, das könnte sie. Psst, wir wissen doch noch gar nichts über sie. Dann finden wir es heraus. Verzeihung, aber wer bist du? Ich bin Scarlet. Scarlet? Du meinst die Scarlet? Dein Ruf eilt dir voraus, um es mal so zu sagen. Also wir sind alles, was vom Widerstand übrig geblieben ist. Die, die Glück hatten. Die, die davongekommen sind und das Morden in der Nacht der Klinge überlebt haben. Wenn du nach Hilfe suchst, dann suchst du am falschen Ort. Den Widerstand gibt es nicht mehr. Du kommst zu spät. Seltsam. Nach den Geschichten, die ich gehört habe, habe ich Helden erwartet. Daher kannst du Folgendes für uns tun. Und für die Stadt. Im Hafen ankert ein Schiff, bis oben hin beladen mit Schwarzpulver. Der Teufel allein weiß, wozu es verwendet werden soll. Aber es kann nichts Gutes sein. Geh zum Hafen. Er liegt hinter der Werft. Und geh aufs Schiff, wenn die dämlichen Wachen ihre Pause machen. Jag das Schiff in die Luft. Jag alles in die Luft. Damit wirst du Leben retten. Komm zurück, wenn du erfolgreich warst. Sieht gut aus. Lass mich allein. Wie konnte es bloß jemals so weit kommen? Die Prinzessin war unser großer Hoffnungsschimmer, unser Licht in der Dunkelheit, bis sie sich diese Verbündeten suchte, diese falschen Verbündeten. Jetzt ist sie das Werkzeug des Dogen und unser Land ist verflucht und verlassen. Und wir sind hier gestrandet. Nur wir drei Flüchtlinge haben überlebt. Der Schriftgelehrte, ich selbst und Akbar, der unten in der Werft arbeitet. Zumindest sind wir sicher, jetzt wo wir in Venedig sind. Ihr seid nicht länger sicher. Die Prinzessin ist jetzt in Venedig. Was? Oh nein! Jemand muss Akbar warnen. Wir können die Taverne nicht verlassen. Das wäre viel zu gefährlich. Bitte, geh zur Werft. Sie ist auf der unteren Ebene. Sprich mit Akbar. Er muss sich sofort verstecken. Wie konnte es bloß... Ich bin hier aufgewachsen, weißt du? Hab die guten alten Tage erlebt, als ich jünger war und nicht Schicht auf Schicht im Trockendock schieben musste. Also, was willst du? Welche Arbeit verrichtest du hier? Ich arbeite unten im Trockendock. Das ist alles. Und es hängt mir zum Hals raus. Erzähl mir von den guten alten Tagen. Ah, damals. Meine Kumpel haben mir die Docks und Tavernen gezeigt. Und wie ein flinker Junge ein oder zwei Dukaten am Tag verdienen kann. Indem er durch die steilen Straßen des Arsenals sprintet.
Wir hielten uns für gewitzt und wagemutig und unterboten daher die größeren Jungs, die 3 Dukaten oder mehr für einen einzigen Botengang verlangten. Ich glaube, ich bin nie glücklicher gewesen als damals. Heute hat die Gier des Dogen längst alles ruiniert. Ich erkenne diesen magischen Ort meiner Kindheit nicht wieder. Wenn sich eine Gelegenheit bieten würde, dann würde ich dieser verkommenen Stadt sofort den Rücken kehren. Könntest du dir vorstellen, in den Bergen zu arbeiten? In den Bergen? Wie meinst du das? In einem Dorf nicht weit von hier sucht ein Minenarbeiter ein paar starke Kerle, um eine Kupfermine wieder zu eröffnen. Klingt nach harter Arbeit, aber die bin ich gewohnt. Und alles ist besser, als für Largo zu schuften. Ich werde diesen Minenarbeiter besuchen und ein paar meiner Freunde werden mich sicher begleiten. Kupfer, warum nicht? Ja, und damit haben wir schon ein paar Quests abgesandt. Einmal Akbar warnen, der wird später noch wichtig für die Hauptstory. Rebellen helfen, ein Schiff zum Explodieren zu bringen und natürlich den Garten finden, klar. Und was war das andere? Ach genau, die Minenarbeiter. Jetzt haben wir endlich Arbeiter für die Mine gefunden, was ja jetzt auch gedauert hat. Aber bis wir je wieder ins Dorf gehen, das dauert noch ein bisschen, also um die Quest abzugeben. Und jetzt kommt eine weitere Quest. Also, das hier ist eigentlich die Taverne der Quests. Fast jeder gibt eine Quest. Ja, außer die Schankmart und der Wirt halt. Lass mich allein. Warte, ich habe einen Brief für dich. Ein Brief? Zeig ihn mir. Oh nein. Er auch noch? Jetzt wurden alle niedergestreckt. Entweder war die Person, die dir diesen Brief anvertraute, sehr verzweifelt. Oder sie wusste, dass man dir vertrauen kann. Aber ich werde nicht wagen, herauszufinden, was davon stimmt. Meine Urteilskraft hat mich schon zu viele Male im Stich gelassen. Was ist mit meiner Belohnung für das Überbringen des Briefes? Natürlich willst du eine Belohnung. Nun, sicher bist du hierher gekommen, um mit Largo zu sprechen. Jeder will das. Ich könnte dir ein Empfehlungsschreiben für ihn mitgeben. Ich könnte. Aber ich werde es nicht tun. Ich habe dich nie darum gebeten, mir diesen Brief zu bringen. Weißt du etwas über einen Mann namens Sophistos? Ich weiß sehr viel. Aber warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Du scheinst nicht gerade in bester Stimmung zu sein. Ich habe viel von dir gehört. Komm mir nicht zu nah. Nicht, wenn du nicht willst, dass Victor weiß, dass du hier bist. Victor ist mein Meister. Das war nicht immer so. Ich war einmal anders. Aber ich war auch blind. Den einzigen, der mir je etwas bedeutete, habe ich dabei verloren. Er starb an einem dunklen Ort. Schmerzvoll. Und all das durch meine Taten. Unsere letzten Worte wurden im Zorn gesprochen. Ich werde so etwas nie mehr geschehen lassen. Wo genau ist dein Mann gestorben? Was hilft es dir, das zu wissen? Er starb am finstersten Ort dieses dunklen Bezirks. In einem Raum tief in den Katakomben. Oh, warum konnte ich ihm nicht mehr sagen, dass ich ihn niemals verraten wollte? Ich weiß nicht. Und eine weitere Quest. Und wenn wir weniger als 1000 Ruf gehabt hätten, hätten sie uns gar nicht verraten. Also das gar nicht mit dem Ehemann verraten. Und im normalen Spiel, also die meisten Durchläufen, wo ich Venedica durchgespielt habe, hätte ich zuerst die Quest mit in der verfluchten Kirche machen müssen, bevor ich genügend Ruf hätte, bevor das möglich gewesen wäre. Aber durch die Schattenflügel, also unserer Gilde, haben wir schon 1000 Ruf. Und zwar exakt 1000 Ruf. Ja. Günstig. Ja? Lass uns fahren. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Arzt und erkunden uns nach dem Ehemann, der da vermutlich natürlich nie aufgetaucht ist. Zwinker, zwinker. Ja. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach einem Werftarbeiter namens Josef. Seine Frau schickt mich. Josef?
Den wirst du hier nicht finden. Ich denke, er holt sich seine Medizin eher im lieblichen Lotus. Der befindet sich nahe an den Treppen, die zu den oberen Bereichen führen. Ein wenig versteckt, aber das ist kein Wunder. Ja, das bedeutet, wir müssen in das, naja, Vergnügungshaus des Viertels. Da wird man ihren Ehemann finden. Und natürlich später noch eine andere Quest, aber ich glaube, die können wir noch gar nicht abholen. Genau, also das wird noch später eine andere Rolle spielen. Das, ja, was steht denn genau, wie heißt es denn? Genau, das Freudenhaus. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Verschwinde! Deine Frau schickt mich. Was? Oh, verdammt! Bitte, sag's nicht meiner Frau. Ich flehe dich an. Sag, dass ich beim Doktor war. Dieser Halunke. Wenn ich ihn je wieder in die Finger bekomme, dann bringe ich ihn um. Von wem redest du? Er hat mich betrogen, dieser Schwätzer! Redete über sein großartiges Schiff und seine starken Arme. Naja, starke Arme hatte er wirklich. Aber er ist abgehauen, ohne zu bezahlen. Katze hat das Geld, das er mir schuldet, von meinem Gehalt abgezogen. 150 Dukaten. Weg! Ich könnte dein Geld bei ihm eintreiben. Du bist eine edle Person. Ach, gäb's doch mehr von deiner Sorte. Ja, die Quest meinte ich eigentlich. Hallo, Herzchen. Meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte eine andere. Die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Stimmt. Die eine Freudendame hat leider einen Kunden gehabt, der nicht gezahlt hat. Das Geld werden wir auch eintreiben, aber genau. Ah, eine Truhe. Gibt es hier noch was? Nein. Aber um ganz ehrlich zu sein, die Truhe habe ich ja öfters übersehen. Also, in sehr vielen Durchgängen oder in den ersten Durchgängen von Venedica habe ich gar nicht gemerkt, dass hier, einen Aufgang gibt mit einer Truhe. Also versuchen wir sie mal zu knacken. Tut mir leid, hier gibt's keine Arbeit für dich. Die Mädchen können sich um alles kümmern. Zu schade. Leb wohl. Tja, Scarlett wird hier wohl leider keine Arbeit finden. Also, wenn sie es hätte sie jetzt Pech gehabt. Aber der Typ, Mercutio, wird später noch eine Rolle spielen. Also, wir müssen nochmal hier rein. Hauptquest bezogen. Und hier müsste auch noch eine Truhe sein. Ah ja. Immer her mit dem Geld. Genau, jetzt ist die Frage, natürlich könnte man zuerst in den Hafen gehen, oder zum Hafen, was war es nochmal, genau, unbezahlte Diente, ja, Geheimnis des Gatten, doch zum Hafen, da gibt es dann die Quests mit dem,
der Freier, der nicht gezahlt hat, war halt ein Captain. Und da gibt es aber noch eine andere Sache mit den explosiven Gütern. Da wird man das auch abschließen für die Rebellen. Und dann würde ich sagen, zum Arsenalbezirk und halt, ja, in die Kirche gehen, in die Kathedrale und die Schriftrolle holen. Was willst du denn? Lasst mich durch. Ich möchte in die Werft. Auf keinen Fall. Du hast keine Erlaubnis. Verschwinde. Moment. Vielleicht kann sie uns bei unserem Problem helfen. Halt die Klappe, du Idiot! Weißt du, wer sie ist? Ich nicht. Um was für ein Problem geht es? Sollen wir ihr vertrauen? Ich weiß nicht so recht. Sie könnte uns schon helfen, denke ich. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Nun, wir wurden vom inneren Bezirk hierher strafversetzt. Ihr wurdet strafversetzt? Wieso? Ach, zur Hölle, was soll's. Hör zu. Wir waren zu lange draußen, weil wir ein paar Geschäfte mit, sagen wir, besonderen Leuten gemacht haben. Als wir zurück in der Garnison des inneren Bezirks waren, haben wir das Zeug in zwei Truhen versteckt. Aber dann wurden wir hierher strafversetzt, weil wir zu spät gekommen waren. Und jetzt ist das Zeug in den Truhen im inneren Bezirk und wir in großer Gefahr. Also hier ist das Angebot. Wenn du uns das Zeug aus der Garnison holst, ohne dass dich der Hauptmann dabei sieht, dann lassen wir dich durch. Ich werde das Zeug unauffällig besorgen. Ja, bevor wir leider zum Hafen durchkommen, müssen wir erst uns noch den Weg erkaufen, erquesten. Das habe ich ganz vergessen, stimmt ja. Wobei, ja, wir können, haben jetzt die Wahl. Wir besorgen denen ihre Wertsachen oder, was auch natürlich logisch klingt, wir verpetzen sie. Das machen wir auch, weil, das Stehlen, da müssen wir dann halt aufpassen, dass uns niemand dabei sieht und die Garnison, naja, ist nicht klug halt, die Wachen zu bestehlen. Und ansonsten, ja, 1000 Geld ist mir der Durchgang auch nicht wert. Und wir müssen zum Hafen, also auch Hauptquest-mäßig, also da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Und dann, das muss ich noch schauen, wie ich das mache, weil, an Bord zu schleichen für ein Schiff, um halt Sprengladungen oder Pulverfässer anzuzünden für die Rebellen, ist halt tagsüber nicht so ganz sinnvoll. Deswegen muss man da irgendwie schauen, dass ich das nachts mache. Also, dass ich dann schlafen gehe und dann nachts nochmal zum Schiff gehe. Mal schauen, wie ich das mache. Ja. Einige deiner Wachen verstecken Beute in der Garnison. Was? Wer? Und wo ist der Kram? Die Wachen, die zur Werft strafversetzt wurden. Die Beute ist in diesen Kisten. Diese verfluchten Hunde. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke für diese Information. Die werden bekommen, was sie verdienen. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier in der Wache geschlafen für die Anfang der Nacht, weil ich denke mal, bis wir in den Arsenalbezirk jetzt vorgedrungen sind, dürfte es so gegen Mitternacht sein. Und wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, kann man an das Schiff, also auf das Schiff sich schleichen, nur gegen Mitternacht. Und ja, deswegen, ich hoffe natürlich, dass es timingmäßig gut klappt, sonst haben wir ein bisschen Probleme. Also wegen der Folgenlänge. Oder überhaupt. Weil, nein, ich kämpfe jetzt nicht. Dazu habe ich leider keine Zeit. Das sind ganz schön viele Marodeure.
wobei, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn ich zum ersten Mal den Hafenbezirk betrete, kann es natürlich sein, dass er auch wieder auf Tag umschaltet. Also, ich könnte es mir vorstellen. Weil die Spieledesigner vielleicht sich nicht gedacht haben, dass man, ja. Also, ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, dass wir im Versteck der Assassinen zur Nacht gekämpft haben und wo wir dann zum ersten Mal Venedig betreten haben, war es Tag. Also, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann, ach nö, dann muss ich, ja, nee. Sehen wir dann, ich hoffe es nicht. Ach, du warst es, der unserem Hauptmann geholfen hat, die dreckigen Schweine unter uns ausfindig zu machen. Du darfst jederzeit eintreten. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es wird eine Zeit kommen, wo du mich brauchen wirst. Ich werde da sein. Ich werde nun an einen sicheren Ort gehen. Und wie ich es befürchtet hatte, es ist wieder Tag. Na super. Ja gut, dann werden wir jetzt den Hafen bei Tag erkunden, alle Quests machen, die wir bei Tag machen können und dann wieder halt, ja, schlafen gehen und wieder bei Nacht kommen. Oh mein Gott. Warum konnten die Entwickler nicht mit einberechnen, dass man halt auch mal zu einer anderen Tageszeit bestimmte Gebiete betreten will zum ersten Mal? Aber nein. Dank. Das war schon das dritte Mal diese Woche. Und wieder kein Wachmann weit und breit. Langsam geraten die Dinge außer Kontrolle. Oh, hallo. Ja, und damit verabschiede ich mich von Venedica. Sag bis zum nächsten Mal.